Hallo, liebe Radfahrfreunde. Der Fredel war ja letztes Jahr massig regional unterwegs, sodass ihm die Alternativen mit der Zeit ausgingen. Jedenfalls solche in mäßiger Reichweite, die auch etwas an Flair hinsichtlich der Route mitbringen. So musste ich also etwas weiter ausholen, um solch eine interessante Route auszutüfteln, zudem sie auch einen Kreis bilden sollte, so wie ich es mag. Dazu war dann allerdings schon eine 110 Kilometer Anfahrt mit dem Auto nötig, denn es ging diesmal in die Oberpfalz. Dort im oberen Bayerischen Wald zu radeln, ist jetzt nicht ganz so easy zu absolvieren, wie etwa an der Regen lang, es sei denn, man hat ein E-Bike. Ich habe keines und so musste ich doch schauen, die folgenden gut 80 Kilometer möglichst bergfrei zu gestalten. Folglich ist die Tour auch nichts für Sonntagsradler. Es geht schon öfters auf und ab. Insgesamt aber die lockerste Runde, die man so in dieser Gegend drehen kann. Technisch kann man die Route in 3 bis 4 Sektionen einteilen, die ich im Folgenden auch so behandeln werde. Los fuhr ich am Pendlerparkplatz in Schwarzenfeld, der sich an der Autobahnausfahrt gelegen optimal als Startpunkt anbietet. Kurz auf der Straße ist man schon bald auf Nebenwegen und anschließend auf der ehemaligen Bahntrasse nach Schönsee unterwegs. Eine Route, die sich heute deutsch-böhmischer Freundschaftsradweg nennt. Den kannte ich bisher auch nicht. Wurde erst vor nicht allzu langer Zeit wirklich toll hergerichtet, mit viel Informationen und netten Rastplätzen. Zum Glück ist er nicht geteert, sondern naturbelassen. Allerdings sauber kompaktiert, sodass man prima mit jedem Radl drauf fahren kann. Bei Zangenstein musste ich allerdings diese Route verlassen, da ich ja zu dem Eichsendorfer Stausee wollte. Ein Versuch, die erste Anhöhe über eine Pampastrecke zu umgehen, misslang leider völlig, da der Weg in OSM real nicht vorhanden ist bzw. ganz anders verlief, was ich mittlerweile dort auch korrigiert habe. Kostete mich leider unnötig Zeit und Mühe. Die Strecke bis Neuenburg vom Wald geht dann aber ganz launig auf Nebenstraßen entlang. Die ganze Strecke bis dahin gehört zum ersten Teil und hat kaum Steigung, bis auf den Hügel eben bei Zaunberg, den man leider nicht umgehen kann, will man nicht auf der Bundesstraße lang.
Hinauf zum Stausee ist das ein recht uriger Weg durch den Wald, der seit Nürnberg auf einer alten Bahntrasse führt. Über den Damm hinweg muss man ziemlich steil hoch und genauso wieder runter. Dann etwas am See lang, wo er in einem Parkplatz mündet und erst einmal endet. Die Trasse führt anschließend weiter den See lang bis Rötz, ich allerdings hier den Kreis weiterführen musste, was den zweiten Teilabschnitt einläutet, der auch etwas Kondition abverlangt. Denn schon gleich in Güttenland geht's heftig rauf und immer mal rauf und runter bis Frohnau, wo dann der dritte Teil der Strecke beginnt, der mich durch den Wald bis nach Bodenwehr führte. In diese Richtung leicht zu treten, aber auch nicht sonderlich fotogen. Bäume halt. Bodenwöhr hat prima angelegte Ufer-Freizeitanlagen, die ich zu einer kleinen Rast nutzte. Weiter ging es dann auf Nebenstraßen zurück nach Schwarzenfeld, was nun kein landschaftliches Highlight mehr bot. Die Charlottenburger Weiher sind von der Route wenig einsehbar. Da muss man dann schon näher ran, wozu ich aber keine Zeit mehr hatte. Etappenmäßig lässt sich das als vierter Teil zuordnen. Nichts Besonderes, aber easy zu treten, weil eben dahin. Windmäßig hatte es gut geklappt. Da ich erst 2 Uhr los war, schlief er abends auf dem Rückweg ein. Anschließend möchte ich noch eine Route vorstellen, die einen Teil dieser Route beinhaltet, allerdings deutlich fordernder ist. Denn diese führt an die tschechische Grenze, also über 100 Kilometer ins bayerische Grenzgebiet, wobei auch einige Höhenmeter zusammenkommen. Dieses Mal musste ich 130 Kilometer anfahren, da ich bei Zangenstein in den bayerisch-böhmischen Freundschaftsradweg eingestiegen war, der bis nach Schönsee hochführt. Die Steigung ist zwar mäßig bei 1-3%, dafür stetig auf 40 Kilometer, was keine Pause beim Treten erlaubt. Wann es sich also gut einteilen sollte, denn es geht anschließend nicht wieder nur bergab. Gefilmt hatte ich da nicht viel, eigentlich gar nichts, weil keinen Bock gehabt. Ein paar Aufnahmen habe ich aber doch,
Als Rundtour muss man leider über die Hügel wieder zurück. Ansonsten kann man eben easy die Trasse wieder runtersausen. Vom Höhenprofil her die Route mit den wenigsten Höhenmetern, die man als Runde kriegen kann. Ich war zugegeben ziemlich K.O. Als Kondition sollte man ohne E-Bike schon mitbringen. Hatte aber durchaus Laune gemacht.